Liebe Geschwister, der Weg des Studierens ist schwer, weil der Mensch Begeisterung mag, aber der Weg des Wissens ist voller Wiederholung. Und Allah Ta'ala, er warnt uns im Koran: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. O ihr Gläubigen, habt Ehrfurcht vor Allah, so wie es ihm gebührt, so wie es ihm gebührt. Und eine jede Seele mag nach dem schauen, was sie vorausschickt. Und habt Ehrfurcht vor Allah. Zweimal werden wir hier ermahnt dazu, Ehrfurcht vor Allah Ta'ala zu haben. Und einmal in Bezug auf die Taten, die wir vorausschicken. Und Allah Ta'ala schließt an: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Und seid nicht wie diejenigen, die sich selbst vergaßen, und seid nicht wie diejenigen, die Allah vergaßen, so ließ Allah sie sich selbst vergessen. Wer Allah vergisst, der wird sich selbst vergessen. Und Allah Ta'ala sagt, diese, sie sind die Fasiqun. Diejenigen, die sind die Übertreter, die Sündhaften. Wir lernen daraus, Allah Ta'ala, er sprach die Wissenden an. Zunächst einmal wird eingeleitet mit: O ihr Gläubigen, die, die den Iman verinnerlicht haben. Er spricht diejenigen an mit Iman. Und er spricht, und das liest man zwischen den Zeilen, diejenigen an, die bereits Wissen haben. Sonst würde er sagen: O ihr Unwissenden, lernt. Aber wenn er anspricht und sagt: Vergesst nicht, dann setzt dies voraus, dass er Wissende angesprochen hat. So mögen wir unser Wissen, liebe Geschwister, bewahren, und der nötige Weg dazu ist, oder ein nötiges Mittel dazu ist, die Wiederholung. Liebe Geschwister, um unser Wissen zu wahren, habe ich euch einige Ratschläge vorbereitet, und diese Khutba wird um drei zentrale Themen kreisen. Zum einen die Gewissheit, zum anderen die Geduld und aber auch die Liebe. Gewissheit, Geduld und Liebe werden wir heute abhandeln. Einer der Gelehrten vor über 650 Jahren, Ibn al-Qayyim, er gab uns einen Ratschlag, was zum Wissenserwerb dazugehört. Er nannte sechs Dinge. Er nannte sechs Dinge. Aber bevor ich euch diesen Ratschlag mitgeben möchte, berichte ich euch über die Besonderheit seines Ratschlages und über die Besonderheit, dass wir heute ihn zitieren werden. Allah Ta'ala sagt im Koran: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Und so machten, Allah Ta'ala spricht von sich, so machten wir von ihnen Vorbilder, أَئِمَّة, Plural von Imam, die nach unserem Befehl leiten. Wer sind diese Personen? Diejenigen, die geduldig waren. Als sie sich standhaft gezeigt hatten. Sie hatten sich standhaft gezeigt, und dies nahm Allah Ta'ala als Anlass dafür, dass er sie zu Vorbildern machte. Aber noch eine zweite Eigenschaft. Und diejenigen, die von unseren Zeichen überzeugt waren, die Yaqin hatten. Es geht hier also um Yaqin und um Sabr, um Gewissheit und um Geduld. Und Ibn al-Qayyim sagte, diejenigen werden noch andere recht leiten zu Allah Ta'ala hin, nach ihrem Tod. Diejenigen, die diese beiden Eigenschaften haben, Gewissheit und Geduld, werden andere noch recht leiten, werden noch Führung für andere sein, nach ihrem eigenen Tod. Und ist es nicht das, was wir uns wünschen, als Väter, als Mütter, als Großväter, als Großmütter, als Geschwister, dass unsere Worte und Taten noch erinnert sein werden nach unserem Tod und Anlass zur Rechtleitung werden für andere, die nach uns kommen werden. Insbesondere für unsere Kinder und Enkelkinder, aber nicht ausschließlich. Und subhanallah, Ibn al-Qayyim hat sehr viele Bücher geschrieben, die in viele verschiedene Sprachen übersetzt worden sind. Und quasi ohne es selbst auszuformulieren, hat er eine
hatte ein Bittgebet, hat er die Erfüllung seines Bittgebetes niedergeschrieben, als er gesagt hat, dass diejenigen, die diese beiden Eigenschaften erfüllen, noch nach ihrem Tod Rechtleitung weitergeben werden, subhanallah. Von einer solchen Person hören wir heute einen Ratschlag. Er sagte, dass man lernt über sechs Dinge. Erstens muss man richtiges Fragen beherrschen. Zum richtigen Zeitpunkt, nach Prioritäten, muss man das Fragen beherrschen. Er sagte, viele Leute können nicht richtig fragen. Dann aufmerksam zuhören. Aufmerksam zuhören. Und er sagte, viele derjenigen, die auf dem Weg des Wissens sind, des Studierens sind, vermögen nicht aufmerksam zuzuhören, weil sie bevorzugen lieber zu debattieren. Sie bevorzugen lieber, selbst zu sprechen, anstatt zuzuhören. Und das beschreibt er in seiner Generation viele derjenigen, die nach dem Wissen streben. Dann sagte er, dann fängt das Verstehen an. Viertens muss man memorieren können, auswendig lernen können. Fünftens das Weitergeben. Die Lehre gehört zum Studium dazu. Und das Sechste werden wir noch etwas ausführlicher miteinander abhandeln. Und diese Worte, liebe Geschwister, schrieb er vor der Kaaba auf. Diese Worte schrieb er vor der Kaaba auf, vor über 650 Jahren. Und er sagte dabei, jeder, der ergeben, er sagte, dass er in einem Zustand der Gottergebenheit war, in einem Zustand der Demut. Und er sagt, derjenige, der auf Allah bei der Erfüllung seiner Bedürfnisse vertraut und seine Hoffnungen mit Allah Ta'ala verbindet. Und wer stets seinen Beistand erfragt und Schutz und Zuflucht bei Allah erbittet, der wird niemals enttäuscht sein. Der wird niemals enttäuscht sein. Von einer solchen Person haben wir heute einen Ratschlag vernommen. Und selbst wenn wir uns nur dies merken würden von der Khutbah, die noch eine gute halbe Stunde gehen wird, dann wäre es bereits genug. Das Zuhören, liebe Geschwister. Allah Ta'ala hat einen wundervollen Vers im Koran zum Thema Zuhören für uns mitgegeben. Allah Ta'ala sagt in der Surat Qaf, Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun au alqa sam'a wa huwa shahid. Darin ist gewiss eine Ermahnung für jemanden, der ein Herz besitzt. Es geht um ein Herz haben. Hier ist die Absicht angesprochen. Warum hörst du zu? Hörst du zu, um Rechtleitung zu erfahren und um anderen weiterzugeben? Allah wird dein Zuhören segnen. Die Absicht, das Herz. Und nun eine wundervolle Formulierung. Hier wird es nur übersetzt mit hinhört. Aber Alqa As-Sam'a bedeutet wortwörtlich jemand, der sein Gehör wirft. Wir kennen den Ausdruck, mal einen Blick werfen. Was ist damit gemeint? Unser Auge sieht ja mehr als das, als worauf wir gerade schauen. Ein Umfeld ist immer im Blick mit dabei. Aber wir werfen einen Blick im Sinne von, ja, ein Wurf hat ja ein Ziel. Wir konzentrieren uns auf etwas. Wir blenden alles andere drumherum aus. Und Allah Ta'ala, Subhanallah, das, was wir aus dem Deutschen kennen, verwendet er hier in seiner ewigen Rede in Bezug auf das Hören. Ja? Und wie sollen wir unser Hören auf etwas werfen? Im Sinne von, sei aufmerksam. Ja? Wir können weder so noch so machen. Wir müssen hinschauen und unser Gehör dorthin werfen. Wa huwa shahid. Und er ist anwesend. Manchmal sind wir da, aber wir sind nicht da. Deswegen kennen wir das aus der Schule. Guten Morgen. Ja? Nicht, dass wir physisch schlafen würden, aber wir sind in einem Zustand des Schlafs. Oder wir sind nicht da. Aber Allah Ta'ala verlangt von uns Anwesenheit, dass wir das Gehör auf das Konzentrierte werfen und die richtige Absicht dabei haben. Und das, liebe Geschwister, nehmen wir mit in die Schule, in die Uni, zum Arbeitsplatz, aber auch nach Hause, wenn wir mit unseren Kindern reden, wenn wir mit unseren Ehepartnern reden, unseren Eltern. Weil oftmals kriegen wir die Frage doch gestellt, ja, hörst du mir denn nicht zu? Nicht im Sinne von, ah, du musst zum Ohrenarzt, sondern im Sinne von, sag mal, ich rede, aber du schenkst mir kein Gehör.
Und darin, liebe Geschwister, liegt ein Erfolgsrezept. Privat, beruflich, ja, was die Freizeit anbelangt, aber vor allem, liebe Geschwister, auf das Jenseits bezogen. Übrigens eine sehr interessante Debatte. Ja, wir sind ja unsere Kultur ist ja sehr stark auf das Gesehene fixiert. Aber unter den Großgelehrten gab es eine Debatte, was bei Allah Ta'ala höherwertiger ist oder was für den Menschen wertvoller ist. Das Hören, die Gabe des Hörens oder die Gabe des Sehens? Imam al-Harawain al-Juwaini, er sagte die Gabe des Hörens. Weil durch die Gabe des Hörens können wir die Botschaft verstehen. Und die größte Gnade ist das Wort Allahs. Die größte Gnade, ja, zumindest im Diesseits, weil im Diesseits können wir Allah nicht sehen, im Jenseits können wir Allah sehen, wenn wir das Paradies betreten, aber im Diesseits ist es, ja, das Wort Allahs. Und das Hören ist weniger eingeschränkt als das Sehen. Man sieht nur das Oberflächliche, ja, das, was auf der Oberfläche ist. Man sieht nicht das Verborgene, aber durch die Gabe des Hörens vermag man vielerlei mehr Ebenen zu erfassen als durch die Gabe des Sehens. Und liebe Geschwister, in Bezug auf das Aufmerksame gibt es eine wundervolle Überlieferung. Sie ist umstritten, ob man sie definitiv auf den Propheten zurückführen kann, ja oder nein. Unabhängig davon hat man sich auf die Richtigkeit des Inhaltes geeinigt. Im Sinne von, das ist richtig, aber ob der Prophet das so gesagt hat, das ist umstritten. Nach Al-Albani sind diese Worte auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam authentisch zurückzuführen. Er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَرْتَعُوا. Wenn ihr an den Gärten des Paradieses vorbeikommt, so weidet da drin. Ja, ist ein Wort, was eigentlich auf Vieh Anwendung findet. Das Vieh weidet an der Weide. Was ist damit gemeint? Subhanallah. Und der Prophet sagte, als er danach gefragt worden ist, was sind denn die Gärten des Paradieses? Er sagte, die Kreise des Gedenkens. Dort, wo Allah Ta'ala gedacht wird, dort begib dich hin und weide dich. Und ich machte mir die Gedanken darüber, warum ein Wort, was gewöhnlicherweise auf das Vieh Anwendung findet. Aber die Antwort, die ich fand, sie war sehr befriedigend. Weil das Vieh ist langsam, stimmt's? Den ganzen Tag. Und das, was es aufnimmt, ja, die Nahrung an und für sich, muss lange verdaut werden. Das heißt, man nimmt sich Zeit. Und man, wie wir auch im Deutschen sagen, man verdaut das Aufgenommene. Man denkt darüber nach. Man verwertet es, wie Nahrung auch verwertet wird. Das heißt, wenn wir uns in einer solchen Runde, in einem solchen Kreis befinden, zu einer solchen Gelegenheit, liebe Geschwister, wir werfen unser Gehör und wir weiden. Und wir haben mit der richtigen Absicht sind wir anwesend. Das, liebe Geschwister, als Einleitung, aber mit Inhalt, inshallah. Imam al-Ghazali, Abu al-Hamid al-Ghazali, rahimahullah, der große Mujaddid des 5. muslimischen Jahrhunderts, er sprach über die Geduld und er sagte, es gibt drei Stufen der Geduld, drei Hauptkategorien der Geduld. Die erste Geduld, die erste Standhaftigkeit ist gegenüber den Gelüsten. Und wenn man diese klären konnte, dann fängt es an, etwas Höherwertiges ist, dass man mit dem Schicksal Allahs zufrieden ist. Das, womit man umzugehen hat, dass man dies annimmt und nicht ständig in Rebellion ist oder unzufrieden ist mit dem, was Allah Ta'ala für uns als Herausforderung bestimmt hat. Der Umgang also mit den Prüfungen. Das gehört zur Geduld, zur Standhaftigkeit dazu. Und Ibn Mas'ud, er sagte, dass der folgende Vers einen Diener beschreibt, der zufrieden ist mit den Prüfungen, die Allah ihm gibt. Zufrieden im Sinne von auch beruhigt. Ja, Allah Ta'ala sagt im Koran,
ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. Es trifft euch keine Prüfung außer durch die Erlaubnis Allahs. Keine Prüfung trifft ein ohne die Erlaubnis Allahs. Und derjenige, der Iman hat, der bekommt von Allah sein Herz geleitet. Wer Iman hat, bekommt von Allah sein Herz geleitet. Im Sinne von, wenn die Prüfung da ist und du hast Iman, dann wird Allah dein Herz leiten und du wirst zufrieden und beruhigt sein und nicht nervös und verzweifelt. Und die dritte Stufe ist, dass man das liebt, wozu Allah Ta'ala einen eingesetzt hat und gebraucht. Jeder von uns hat die Möglichkeit, Allah Ta'ala auf eine spezielle Art und Weise zu dienen. Eine spezielle Funktion in der muslimischen Gemeinde zu übernehmen. Speziell Gutes für das Menschheitsgeschlecht überhaupt zu erwirken. Ja, weil wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wie wir noch behandeln werden, der beste Mensch ist derjenige, der am nützlichsten für die anderen Menschen ist. So viel zur Geduld, liebe Geschwister. Fragen wir uns also, wo befinden wir uns in diesen einzelnen drei Kategorien? Wie stark versuchen wir, unsere Sündhaftigkeit loszuwerden? Wie zufrieden sind wir mit dem, was Allah Ta'ala uns bestimmt hat? Und wie sehr lieben wir unsere Funktion? Hoffentlich haben wir eine Funktion für die muslimische Gemeinde, für die Menschen um uns herum. Wo stehen wir? Und je nachdem, auf welchem Level wir stehen, und das wird auch parallel, es gibt zwar Stufen, aber das muss man auch parallel angehen. Davon hängt ab, wie hoch unsere Stufe bei Allah Ta'ala in Sachen Geduld ist. Liebe Geschwister, die Suche nach Wissen soll bei uns immer ein Ziel haben, ein Hauptziel. Auch wenn es um Naturwissenschaftliches geht. Jegliches Wissen, liebe Geschwister, soll mit der Absicht verbunden sein, Allah Ta'ala zu dienen und eine Steigerung an Yaqin, an Gewissheit zu haben. Allah Ta'ala sagt in Bezug auf Ibrahim alayhi salam im Koran: وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Und so haben wir Ibrahim die Macht oder die Schätze der Himmel und der Erde gezeigt. Er hat Ibrahim eingeführt in die Besonderheiten des Universums, in die Besonderheiten, in die Wunder der Schöpfung, damit er zu den Überzeugten zählen möge. Subhanallah. Unser Lernen führt es dazu, oder haben wir überhaupt die Absicht, Allah Ta'ala näher zu kommen? Wird unsere Gewissheit gesteigert durch unser Lernen? Wenn nicht, liebe Geschwister, dann müssen wir uns neu ausrichten. Dann müssen wir uns neu ausrichten, weil jegliches Wissen verweist auf Allah Ta'ala, den Erhabenen. Und es gibt Stufen in der Gewissheit. Allah Ta'ala spricht im Koran von Ilmul Yaqin. Dass man weiß, auf der Ebene, dass selbst wenn man Dinge sehen würde, von denen wir jetzt nur wissen können, der Iman würde nicht steigen. Du hast Wissen davon. Du weißt, dort und dort gibt es Wasser. Aber dann gibt es noch Ainul Yaqin, dass man mit dem Auge der Gewissheit sieht, wie Allah Ta'ala auch im Koran erwähnt. Wie wenn wir das Wasser selbst sehen würden, was vor uns ist. Nicht nur, dass wir wissen, dass es dort ist, sondern dass wir es selber sehen. Und Haqqul Yaqin bedeutet die Gewissheit, die man hat, wenn man das Wasser selbst getrunken hat. Dies sagte Ibn Qayyim in seiner Dreiteilung der Gewissheit. Und die Prophetengefährten, liebe Geschwister, sie haben es nicht nötig gehabt, Paradies oder Hölle zu sehen, um davon überzeugt zu sein, wie wir wissen. Aber sie kamen in den Zustand, dass sie es eigentlich vor ihren Augen hatten. Wie wir aus der
Überlieferung kennen von Hamwala, Allah möge mit ihm zufrieden sein, der sich darüber beklagte, Angst zu haben, ein Heuchler geworden zu sein. Warum? Weil als er mit dem Propheten zusammen war, sah er Hölle, sah er Paradies, sah er Dinge des Jenseits. Er fühlte diese mit. Und dann ging er zu seiner Familie und zu seinem Beruf etc. in den Alltag über und dieser Yaqin sank auf die erste Stufe der Prophetengefährten, nämlich auf die Stufe des Wissens. Man weiß, dass es da ist, aber man hat es nicht richtig vor Augen. Aber der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass er sich keine Sorgen zu machen hat, denn man kann nicht, auch nicht als Prophetengefährte, ständig im Zustand von Ainul Yaqin sein oder an die Grenze von Ainul Yaqin sich befinden. Darum geht es in unserem Leben, liebe Geschwister. Deswegen hat Ibrahim a.s. gefragt, O Allah, zeige mir, wie du die Toten lebendig machst. Deswegen hat Musa a.s., zu dem Allah Ta'ala direkt gesprochen hatte, darum gebeten, Allah Ta'ala direkt zu sehen. Deswegen haben Prophetengefährten ihre Bittgebete an Allah Ta'ala gerichtet und den Propheten darum gebeten, Amin dazu zu sagen und auch darum zu bitten, ja, dass sie Zeichen von Allah Ta'ala sehen mögen. Dass sie Zeichen von Allah Ta'ala sehen mögen. Nicht aus Zweifel, sondern um ihre Gewissheit bei Allah Ta'ala zu steigern. Und dieses Streben nach Wissen, liebe Geschwister, wenn wir uns die verschiedenen Schöpfungen betrachten, die Schöpfung der Tiere, die Schöpfung der Engel, die Schöpfung der Dschinn und unter ihnen der Shayatin, der schlechten Dschinn, der Teufel und die Schöpfung des Menschen, werden wir sehen, dass die Beziehung zum Wissen das ist, was die Rangfolge, die neu geordnet werden kann, je nachdem, wo man steht in Sachen Wissen, die Rangfolge bei Allah Ta'ala wird dadurch bestimmt, wie man sich zum Wissen verhält als Mensch. Wenn wir uns abwenden vom Wissen, Allah Ta'ala beschreibt uns im Koran als schlimmer als das Vieh. Uns Menschen, wenn wir uns abwenden vom Wissen, als schlimmer als das Vieh. Aber wenn wir uns dem Wissen hingeben, mit der richtigen Absicht, als besser als die Engel. Besser als die Engel. Und interessant, ich musste etwas lächeln, als ich das gelesen habe. Ja? Möge es auch euch im Gedächtnis genauso verankert sein. Wenn man sich vom Wissen abwendet, verflucht einen sogar der Scheitan. Sogar der Scheitan will mit einem nichts zu tun haben. Ja, und am Tage des Gerichts wird es heißen, Inni bari'um minkum. Ja, wie im Koran erwähnt ist, was der Scheitan sagen wird. Ich habe mit euch nichts zu tun. Das heißt, wenn wir dumm bleiben wollen, liebe Geschwister, sogar der Scheitan gibt uns auch eine Erniedrigung gewissermaßen und sagt, mit euch will ich auch nicht mal etwas zu tun haben. Selbst wenn man seinem Weg gefolgt ist, wird er am Ende sagen, mit euch will ich nichts zu tun haben. Aufgrund dessen, dass wir uns vom Wissen mit der richtigen Absicht abgewandt haben. Und umgekehrt, Wissen erhöht die Tiere, wenn sie es haben. Wir kennen die Geschichte von Sulaiman a.s. und dem kleinen Vogel Hudhud, wieder Hopf wird er im Deutschen genannt. Und es war das Wissen, was diesen kleinen Vogel erhöhte. Und es ist der Unterschied zwischen dem trainierten Hund und dem nicht trainierten Hund, der das Gebrachte, gebrachte Jagdgut entweder halal oder haram sein lässt. Wenn du einen trainierten Jagdhund hast und er bringt dir deine Beute, von der du nicht weißt, wie sie gestorben ist, weil du nicht direkt dabei gewesen bist, dann ist es halal für dich. Das heißt, sogar der trainierte, der gelernte Hund ist bei Allah in dem Sinne gelobt worden, erhöht worden, als dass wir von ihm das Gebrachte nehmen können und nicht von irgendeinem wilden Hund. Ja? Wo ist der Unterschied? Der eine hat etwas im Mund, man könnte es ihm entnehmen und der andere hat auch etwas im Mund und gibt es freiwillig. Aber das eine ist halal, das andere ist haram. Warum? Weil der eine gelernt ist und der andere ungelernt. Das heißt, Wissen erhöht, liebe Geschwister, und Unwissen erniedrigt. Wie kommen wir an Wissen? Handeln, liebe Geschwister. Allah Ta'ala sagt im Koran in Bezug auf Yusuf a.s. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. Und als er seine volle Kraft erreicht hat, gaben wir ihm was? Wissen
Urteilsvermögen und Wissen. Weisheit, Urteilsvermögen und Wissen. Aber gut, bezieht sich das nur auf Yusuf a.s.? Nein, denn Allah Ta'ala sagt in direkter Abfolge, وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Und so belohnen wir diejenigen, die Gutes tun. Das heißt, das wird auch auf uns übertragen, wenn wir diesem Pfad folgen. Wenn wir also rechtschaffen sind in unserer Jugend, das sagte Hassan al-Basri, basierend auf dieser Ayah, dann wird Allah Ta'ala uns im hohen Alter oder im Alter, wenn wir unsere Vollkraft erreicht haben, auch Wissen und Weisheit gegeben haben. Das heißt, wir haben ein anderes Verständnis. Wir befassen uns nicht nur mit der Festplatte in Sachen Wissen, sondern vor allem mit unserem Herzen. Wenn du aufrichtig bist, wird Allah Ta'ala dich lehren. Und wenn ich das in einer Fußnote sagen darf, Subhanallah, von den 2000 Moscheen deutschlandweit, die in der Regel von älteren Muslimen geführt werden, die manchmal öfters wenig Bildung, auch wenig religiöse Bildung haben konnten aufgrund ihres Lebenslaufes. Ja, sie mussten früh auswandern, hart arbeiten etc. Ja, kamen nicht aus bildungsnahen Familien oder religiös bildungsnahen Familien. Aber Subhanallah, wie viel Weisheit aus ihren Mündern kommt und wie viel Licht aus ihren Gesichtern entspringt. Deswegen, weil sie rechtschaffen gelebt haben, ja, und weil sie sich hingegeben haben für die muslimische Gemeindearbeit, deswegen liegt Weisheit, liebe Geschwister, auf ihrer Zunge, Licht auf ihren Gesichtern und Kraft in ihren Herzen. Wir wollen also handeln und so kommen wir an Wissen. Und umgekehrt, derjenige, der gewisse Früchte in seinem Leben bereits genießt, der zählt zu den Wissenden. Allah Ta'ala sagt im Koran, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. Ausschließlich haben Ehrfurcht, Demut vor Allah diejenigen, die Gelehrte sind. Aber hier sind nicht die Buchgelehrten gemeint, liebe Geschwister, sondern jeder, ja, diesen Vers sollte man in dem Sinne lesen und wurde auch gelesen, er wurde von beiden Seiten beleuchtet, aber er wurde auch davon, von der Perspektive betrachtet, derjenige, der Ehrfurcht vor Allah hat, das ist das Wissen. So zählst du zu den Wissenden, auch wenn du vielleicht nicht lesen und schreiben lernen konntest. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten, er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sprach: "Mayyurid Allah bihi khayra yufaqihu fid din." Wem Allah Gutes möchte, den lässt er die Religion verstehen. Ibn al-Qayyim, er sagte dazu, dass das Verständnis der Religion bedeutet, dass man Gutes tut. Und derjenige, der nichts Gutes tut, dem hat Allah Ta'ala auch nichts Gutes gewollt und hat die Religion auch nicht verstanden. Derjenige, der nichts Gutes tut, dem hat Allah Ta'ala auch nichts Gutes gewollt und hat die Religion auch nicht verstanden, liebe Geschwister. Das heißt, wir müssen auf unsere Zustände achten. Sind wir demütig Allah Ta'ala gegenüber? Wir müssen auf unsere Taten achten. Tun wir Gutes? Und wenn wir das nicht tun, liebe Geschwister, dann egal, was auf dieser Festplatte gespeichert sein mag, wir gehören nicht bei Allah Ta'ala zu denjenigen, die gelehrt sind oder denjenigen, die die Religion verstanden haben. Einer meiner guten Freunde, er sagte einen Satz vor über 10 Jahren, den ich nie vergessen habe. Er sagte, du musst den Honig schmecken. Es genügt dir nicht, den Honig zu studieren. Und Allah Ta'ala sagt im Koran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ فَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Sprich, der Prophet war dazu angehalten, den Leuten zu sagen, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, Allah wird euch lieben und euch eure Sünden vergeben. Allah ist vergebend und barmherzig. Wenn wir Allah lieben, liebe Geschwister, so mögen wir dem Propheten folgen. Und das wird dazu führen, dass Allah uns liebt. Das heißt, wir müssen diesen Weg gehen. Oft kriegen wir sehr viele von vielen Fragen mit. Warum, 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 warum? Und einige davon sind beantwortbar.
Gut, wenn wir sie beantworten, und was dann? Änderst du dann dein Leben? Setzt du das dann um? Handelst du dann auch danach? Oder fragst du nur, weil du neugierig bist? Nicht, weil du Tatendrang hast. Frag, wenn du Tatendrang hast, wenn du das irgendwie umsetzen möchtest. Ansonsten, was nutzt dir deine Frage? Also beantwortbare Fragen sollten gestellt werden, wenn man einen Handlungsbedarf sieht und hat. Und die Fragen, die man gar nicht erst beantworten kann, weil Allah es eben so entschieden hat. Allah wollte es so. Warum? Allahu a'lam. Er hat das einfach entschieden. Ja, nicht alles kann man mit einer Weisheit unbedingt belegen. Ja? Dann warum fragst du erst danach? Aber wenn du diesen Weg gehst, dann brauchst du nichts über Honig zu lesen. Und über Honig gibt es sehr viel zu lesen, liebe Geschwister. Aber wenn ihr ihn kostet, wenn ihr ihn spürt, seine heilende Wirkung, googelt mal Manuka-Honig, ja? Quasi ein Antibiotikum-Ersatz. Aber googelt und geht zu eurem Arzt, ja? Nicht selber euch Diagnosen erstellen. Manuka-Honig. Und Allah sagt im Koran, im Honig liegt Heilung. Wenn ihr die Süße des Honigs schmeckt und wenn ihr seine heilende Wirkung spürt, dann seid ihr mit dem Honig verbunden. Und dann braucht ihr ihn nicht zu studieren. Aber manchmal muss man studieren, um praktizieren zu wollen. Was passiert, wenn Allah uns liebt? Allah, der Erhabene, ließ seinen Propheten sagen, sallallahu alaihi wasallam, dass wenn er jemanden liebt, dann sagte dies Jibril und sagt, oh Jibril, ich liebe diese und jene Person, so liebe ihn auch. Und Jibril, alaihi salam, der Erzengel, er sagt zu den Bewohnern des Himmels, Allah liebt diese Person, ich liebe ihn, so liebt ihn auch. Und weiter wird beschrieben vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass diese Person dann nicht nur von den Himmelsbewohnern, von den Engeln geliebt wird, sondern sie empfängt auf Erden Willkommen sein. Annahme. Bezieht sich nicht nur auf Menschen, kann sich auch auf Tiere, auf Pflanzen, auf Straßenbahnen beziehen, ja, die ihre Türen noch ein Sekündchen länger offen gehalten haben. Du findest ein Willkommensein auf Erden. Einmal war ich sehr traurig, ich war in Ägypten gewesen und fern von der Gemeinde, fern von meiner Familie und die Herausforderung des Alltags, ich war wirklich down gewesen. Ja? Und subhanallah, ein kleines gelbes Kätzchen, orange-weißes Kätzchen kam zu mir, miau, 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 ich konnte sie hochnehmen. Ja, sie wollte gar nicht weg und sie hat gesagt, du bist jetzt mein Vater. Ja? Also, ja, ich konnte sie so mit nach Hause nehmen, ja, 400-500 Meter. Ah, oh, Trost, subhanallah. Kennen wir so etwas? Wir spüren, wenn Allah Ta'ala mit uns zufrieden ist. Das ist das, sonst hätte der Prophet das nicht gesagt, sallallahu alaihi wasallam, dass man danach auch verlangen soll. Ja? Und eine andere Überlieferung, Allah Ta'ala sendet die Liebe für diese Person auf Erden herab. Dass die Liebe auf Erden wird erfahren. Lass uns jetzt nicht nur egoistisch sein und sagen, ja, wann bekomme ich meine Liebe von Allah über diese und jene Wege, sondern denk drüber nach, wie kannst du die Liebe von Allah an anderen weitergeben? Mit einem Lächeln, mit einer Einladung, ja, mit einer aufbauenden Geste, mal auf die Brust hauen, ja, beim Mann, ja, ja, auf den Rücken und so, so mögen Männer aufgebaut werden, ja, ja, mashallah, Allahu Akbar, ja? Wie können wir die Liebe von Allah Ta'ala weitergeben? Das ist eine Frage, inshallah, zum Mitnehmen. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, in einer debattierbaren Überlieferung, aber wird unter anderem von As-Suyuti als Hassan bezeichnet, Al-Mu'minu ya'lafu wa yu'laf. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف وخير الناس أنفعهم للناس. Ja, dass der Mu'min derjenige ist, den man gern hat, also der andere gern hat, der Leute zusammenbringt und verbindet und den andere auch gern haben. Und nichts Gutes ist in demjenigen, ja, den, der nicht andere auch gern hat und den man nicht gern hat. Ja, so eine, also im Sinne von die soziale Person und die asoziale Person sind hier angesprochen. Und der Mu'min ist eine soziale Person. Und nichts Gutes ist in dem, der asozial ist. Und die beste Person, der beste Mensch ist bei Allah Ta'ala derjenige, der am besten für die anderen Menschen ist. Ja? Debattierbar, aber in der Bedeutung definitiv richtig. Die Überlieferung debattierbar, aber die Bedeutung definitiv richtig. Und was passiert noch, wenn wir Allah Ta'ala lieben und er uns liebt? Was bedeutet das für uns? Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass Allah sagte,
dass wenn er jemanden liebt, weil er sich ihm durch die Pflichten zuerst nähert und danach durch die freiwilligen Taten, dann wird es dazu führen, dass Allah Ta'ala ihn auch liebt. Und die Gelehrten sagen, ja, dass er dann die Stufe des Ihsan erreicht. Allah Ta'ala so zu dienen, als ob er ihn selbst sehen würde. Allah so dienen, als ob man ihn selbst sehen würde. Und weiter, wenn Allah jemanden liebt, dann wird er, ja, durch ihn wird diese Person hören und sehen, handeln und gehen. Im Sinne von, er wird von seinen Sünden, von seiner Sündhaftigkeit befreit, sodass, was er sieht, halal sein wird, das, was er hört, halal sein wird, das, was er tut und ja, die Wege, die er zurücklegt, alle halal sein werden. Und auch noch eine weitere Bedeutungsebene. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, in einer debattierbaren Überlieferung, richtig in der Bedeutung, Al-Albani sagte, dass das ein Sahih-Hadith ist und andere haben ihn geschwächt. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. Hütet euch vor den Einsichten des Mu'min, denn er sieht mit einem Licht von Allah. Und Allah Ta'ala sagte im Koran: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَانَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا. Ist denn derjenige, der tot war und den wir dann lebendig gemacht und dem wir ein Licht gegeben haben, worin er unter den Menschen geht, wie einer, dessen Gleichnis das jemandes ist, der sich in Finsternissen befindet, aus denen er nicht herauskommt. Liebe Geschwister, wir haben viele, viele, viele Gründe, Allah Ta'ala zu lieben. Wenn wir anfangen, dankbar zu sein, aufzuzählen die Gnaden von Allahs, wir werden sie nicht aufzählen können. Wenn wir über eine einzige Gnade von Allah Ta'ala nachdenken, werden wir nicht erfassen können, wie wichtig sie für uns in unserem Leben war, dann werden wir Allah lieben. Wenn wir Allah lieben, dann werden wir Gewissheit wollen. Wenn wir Gewissheit wollen, werden wir nach Wissen streben. Wenn wir nach Wissen streben, werden wir handeln, liebe Geschwister. Und unsere Herzen werden sich nach diesem Wissen ausrichten und wir werden demütige Menschen, die Gutes für andere schaffen und auch wollen. Ja Allah, ja Aziz, ja Rahman, ja Rahim. O Allah, bitte befreie uns von unseren Sünden. Bitte schenke uns deine Vergebung. Bitte schenke uns Liebe und Sehnsucht zum fünfmaligen Gebet in der richtigen Zeit. O Allah, bitte befreie die Unterdrückten. O Allah, bitte schenke den Bekriegten Selbstbestimmung, auf dass wir dir allein dienen dürfen, O Allah. O Allah, bitte lasse uns in deiner heiligen Moschee Al-Aqsa ein befreites Gebet beten, O Allah. Allahumma Amin. Und bitte eröffne diese Moschee für den Gottesdienst und bitte schenke uns Selbstbestimmung über diese Moschee. Allahumma Amin. O Allah, wir bitten dich, O Allah, wir haben viele Herausforderungen zu meistern. Bitte schenke uns Geduld, Gewissheit, Liebe, Kraft, O Allah. Und lass uns nicht von unseren Sünden abgehalten sein, O Allah. Befreie uns von diesen. O Allah, bitte fülle die Moscheen, fülle unsere Herzen mit Liebe zu dir, O Allah. Und bitte vereinige unsere Hände zu einer Hand und vereinige unsere Herzen zu einem Herzen. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.